Philipp Kostic. Jetzt kann er sich aussuchen, wo er hinspielt. Perfekt. Kamada. Gute, hier ist Fußball 2000, leicht dezimierte Form, aber mein Stefan Reich, ja, ja. Stefan Reich kann jeden ersetzen. Ja, sagen. Leider Philipp Kostic im Pokalfinale, ich komme gleich zu. Ich muss ganz kurz eine kleine Grinseminute machen. Stufe 5, nein. Stefan. Ja. Merkwürdigerweise waren wir bis vor kurzem noch sehr, sehr gut gelaunt. Ich glaube, dieses Video wäre für den Tonmann auch leichter gewesen, wenn wir anders gewonnen hätten. Aber es gab eine Szene, die hat so ein bisschen den Stecker gezogen gerade eben. Ja, Mann. Also auch vor allem in der wievielten 92. oder was? So eine, völlig irgendwie bei denen vom Strafraum so völlig ungefährlich alles und dann so hinzugehen. Das ist wirklich, war ein schöner Abend so. Das Ding jetzt gerade, Kostic, der wird hundertprozentig zwei Spiele fehlen. Das heißt, er ist eventuell im Finale nicht da. Das ist der Einzige, der nicht aufhören darf. Alle anderen kannst du so halbwegs ersetzen, Kostic kannst du nicht ersetzen. Das wirklich hat mich sehr geärgert. Gespräche hatten wir gerade schon. Ich probiere mir gerade in meiner Euphorie, weil wir Florian Kohfeldt und den SV Werder Bremen rausgeschmissen haben und wieder im Halbfinale sind. Vierte Halbfinale in 4 Jahren, Alter. Bevor du jetzt sagst, dritte, nein, Europapokal zählt auch. Ja, okay. Ich probiere mir in diese Euphorie, wie gesagt, weil wir Kohfeldt und so besiegt haben, einzureden, dass du in 2 Spielen, wenn du Glück hast, spielst du in Völklingen gegen Saarbrücken. Das solltest du ohne Kostic schaffen. Musst du auch erstmal gewinnen. Ja, ich weiß, aber das kannst du ohne Kostic. Lang ist es ein Spiel im Finale. Und da kann man sich, und ich werde mich hinsetzen mit allen Leuten und wir werden irgendwas austüfteln. Ich werde Spielverlagerung anrufen. Ja. Eine Aufstellung werden wir schon uns irgendwie hinbasteln, dass das einmal ohne Kostic funktioniert. Ja. Das war aber bitter, aber wie gesagt, das mal ausgeblendet, weil wir haben es gerade gesagt, gute Besserung übrigens an Übertoprak, das war echt unnötig. Ich glaube auch nicht, dass Kostic das absichtlich gemacht hat. Ja, bestimmt, ja nicht. Ja, wie gesagt, blöde Geschichte, aber dieses Spiel war tatsächlich gar nicht mal so gut, aber die Eintracht hat trotzdem verdient gewonnen. Das muss man echt sagen, also die ersten 45 Minuten, aber das war genau das Pissspiel, was du gegen die erwartet hast. Die stehen unten drin, so, die sind absolut verunsichert, die haben sich mit einer Fünferkette reingestellt. Und dann musst du da als einer Frankfurt, so, wir spielen ja auch nicht die Sterne vom Himmel, so, musst du da irgendwie gegenhalten. Erste Version, das war richtig, 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 richtig zäh. So ein Spiel dann aber noch relativ souverän, 2-0 mit nach Hause zu nehmen, völlig in Ordnung, aller Ehren wert, ey. Wir hören hier gerade die verzweifelten Werder-Fans singen. Die Sache ist, es gab sehr, sehr viele Diskussionen über den Elfmeter. Wir haben uns das dann mal angeschaut. Boisander will, glaube ich, da die Hand an die Schulter legen. Die Sache ist, wir haben uns auf dem Handy ja, die wackeligste ja, Qualität. Deine Meinung, muss man diesen Elfmeter, muss man dann eingreifen? Ja gut, wenn er, also die, keine Ahnung, die Regeln ändern sich ja alle 3 Wochen so. Also wenn er mit der Hand rankommt, er hatte sich irgendwie hier oben, da fällt der Ball drauf, dann ist Handspiel, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht mehr, wann ein Handspiel und wann nicht. Ich weiß auch nicht, ganz ehrlich, wir wissen alle nicht mehr, wann eine klare Fehlentscheidung, wann ein klares Handspiel, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Der Unmut der Werderaner, den kann ich verstehen, aber Leute, nochmal, wie diese Nummer vorm Spiel, das war heute nicht euer größtes Problem, sondern dass ihr offensiv überhaupt keinen Plan habt. Nicht diese Mannschaft, wir haben vorm Spiel uns die Aufstellung von Werder angeschaut und haben uns gefragt, ganz ehrlich, warum ist diese Mannschaft eigentlich so weit unten in der Bundesliga, weil von den Namen her sind da schon ein paar Spieler dabei, die würde ich sofort verpflichten. Ja, ohne Scheiß, ja, und tut mir leid, liebe Werder-Fans, ich will euch damit gar nicht trollen. Da muss man trotzdem die Frage stellen. Erreicht der Trainer die Mannschaft? Nein, die Frage will ich gar nicht stellen. Ist überhaupt irgendwas da, was die Mannschaft erreichen könnte? Das Ding ist, das geht ja seit einem halben Jahr so. Also wir wollen jetzt nicht über Werder reden, aber seit einem halben Jahr sind die scheiße oder seit einem Dreivierteljahr. Mit dem Kader, da ist viel mehr drin, so, es tut mir leid, aber was wir heute dargeboten haben hier in Frankfurt, das war wirklich eine Frechheit. Wir haben ja vor dem Spiel, wir haben ja in der letzten Sendung. Erbarmungswürdige Vorstellung. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr denkt, woran es bei Werder liegt. Ey, ganz im Ernst, ich habe es vergessen zu sagen, dass ihr in die Kommentare schreibt. Und alles, was wir besprechen, könnt ihr hier unten kommentieren, sonst bringt Jan mich um, wenn ich das nicht sage. Pass auf, weißt du, was ich machen würde, wenn ich Frank Baumann wäre? Ich würde Kohfeldt rauswerfen. Das ist eine schwierige Vorstellung. Kohfeldt rauswerfen. Dann würde ich Friedhelm Funkel holen. So, für einen letzten Job, Alter. Einen letzten hier, ne? Komm rein, der holt dir diese 10, 12 Punkte, die du noch brauchst, holt er dir. Und dann ist egal, ganz im Ernst. Weil aber so genug über Werder. Ey, worüber wir auch noch reden müssen, sind die Fanproteste. Die waren sehr, sehr geil. Voll. Waren die gut? Gibt es jetzt irgendjemand da draußen, der sich wieder vor Empörung amputiert hat? Nein. Alter, da stand Dietmar, ob du Sohn einer Mutter, der sagt: Was? Ja, das ist doch gar nicht, das ist doch eine.
Nein. Aber da war sogar ein scheiß verfuckter Emoji dabei. Es gibt doch gar keinen Dialog mehr. Und außerdem war es ganz im Ernst. Ich hatte vorm Stefan Reich bricht den Dialog ab. Es gibt keinen Dialog mehr. Hiermit beendet. Ja, vorm Spiel muss ich ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Schiss gehabt, dass sie. Ich glaube, jeder im Stadion. Die Fans so eskalieren so und ja. Das ist halt irgendwie ab. Ne, dann brichst du das Ding hier ab so und Werder wird 2-0 für Werder gewertet oder so. Die Reaktion von den Werder-Fans fand ich super geil. Das Spruchband oben drüber. Relativ sachliche Kritik so, in der Sache völlig, völlig verständlich. Und dann ein kleiner Gag über Dietmar Hopp, völlig in Ordnung. DFB hat auch noch einen bekommen. Ich glaube, Adi Hütter hat das auch tatsächlich nach dem Spiel gefeiert, indem er, einer macht er ja nicht oft, sondern einer seiner seltenen Moves, dass Adi Hütter in die Kurve kommt. Ja. Ich glaube, genau deswegen kam er sozusagen. Ja. Ey, vielen Dank. Vielen Dank, dass er... Er protestiert, ja. ihr seid nicht still gewesen, aber ihr habt nicht dafür gesorgt, dass wir hier wieder den nächsten Kai Dittmann haben, der sich verstümmelt vor Empörung. Deswegen ganz ehrlich, mega geil. Wir sind im Halbfinale, die Auslosung ist am Sonntag um 19 Uhr. 18 Uhr, oder? 19 Uhr, 18 Uhr, Hauptsache Uhrzeit. Wie gesagt, schreibt alles in die Kommentare. Ich habe es jetzt vergessen. Tut mir leid, Jan. Wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge ausführlich über diese ganzen Sachen unterhalten. Und dabei.